Laurenz Kogel für diesen YouTube-Kanal und Kunsthaus 15. Ein Spontanbesuch heute bei dem Maler Günther Havenit in Hauset Rehren. Bilder, Kontaktdaten und Ähnliches im Anhang dieses Videos. Günther Havenit, meditative Malerei, Diplom-Psychologe und Therapeut, Maler. Die meditative Malerei ist ein Gebiet in der zeitgenössischen Kunst, was jenseits des Mainstreams liegt. Ich habe Günther Havenits Bilder anlässlich einer Ausstellung in der Hodiamond Foundation, Belgien, Ort Bellen gesehen und meine Frau und ich waren fasziniert. Wir haben Herrn Havenit gebeten für einen kurzfristigen Termin, um ein Gespräch mit ihm zu führen, seine Bilder zu zeigen und in weiteren Beiträgen substanzielle Informationen zu bekommen. Herr Havenit, meditative Malerei, Diplompsychologe, Maler. Welches Feld bestellen Sie da? Ja, die Felder, die kann man so voneinander nicht unbedingt trennen. Das eine greift in das andere. Die meditative Malerei ist auch eine Malerei aus dem Bauch heraus und nicht unbedingt ein geplantes Werk, sondern es entsteht in den allermeisten Fällen spontan, in vielen Fällen auch als Gouache, in einer speziellen Nassimas-Technik, die teilweise die Regie des Bildes selbst übernimmt. Insofern ist die meditative Malerei ein Ort der Inspiration, der auch aus dem Unterbewusstsein gespeist wird, dass das Bewusstsein plötzlich mit Bildern versorgt, die lange Zeit verschüttet waren und dem wachen Bewusstsein überhaupt nicht mehr zugänglich gewesen sind. Ich habe bei der Ausstellung in der Hodiamond Foundation den Eindruck gehabt, dass die Besucher in vielen Fällen mit einer Malerei konfrontiert wurden, die anders ist. Das bedeutet, die Sehgewohnheiten vieler Besucher von Kunstausstellungen sind heute noch im Wesentlichen geprägt durch eine abstrakte Malerei oder aber eine gegenständliche Malerei. Ich habe den Eindruck, dass Sie in Ihrer Malerei diese beiden Richtungen verbinden, in dem Sinne, dass Sie diese Formensprache verwenden, um aber eben halt etwas auszudrücken, wo Sie eben sagten, das Unbewusste oder das Unterbewusstsein. Mich interessiert, sind diese Techniken oder diese Formensprache Mittel, um einen Ausdruck zu finden? Machen Sie das bewusst, zum Beispiel bei der Gouache-Malerei, das ist also eine Malerei, die ganz in den Hintergrund getreten ist, aber natürlich höchstes Können voraussetzt im Kolorit und in der Bildgestaltung. Können Sie uns hierzu etwas sagen? Ja, was Sie eingangs erwähnten, einen Spagat zwischen der abstrakten Malerei bzw. der informellen Malerei und der realen Malerei. Dieser Spagat ist irgendwo natürlich gegeben bei meinen Bildern, deswegen auch im Untertitel Wandere zwischen zwei Welten. Ich wandere ständig zwischen diesen beiden Welten, Realkunst und informelle Kunst, hin und her. Jede Kunstrichtung hat ihren ganz eigenen Reiz und den versuche ich auch mit meinen Bildern auszureizen. Dieser, wenn ich das so hinzufügen darf, wandere zwischen zwei Welten, auch zu verstehen zwischen meinem Standort und meinem Geburtsort, zwischen Deutschland und Belgien,
Dörfchen, wo ich halt geboren bin, Belgien, wo ich gerne wohne. Auch das ist eine Wanderung zwischen zwei Welten. Und insofern unterstützt auch dieses, auch der Standort, auch diese meine Malerei und die verschiedenen Ausprägungen derselben. Wandere zwischen zwei Welten, einmal im kreativen, künstlerischen Bereich, dann dieser kurze biografische Abriss, Deutschland geboren, jetzt wohnhaft in Belgien. Wir befinden uns ja in der Euregio, hier ganz besonders, wie wir so schön sagen, im Aachener Raum, im Dreiländereck. Meines Erachtens nach eine Region, die doch sehr geprägt ist durch gute Nachbarschaft und vor allen Dingen durch Fließen der Einflüsse, Inspirationen in der Kunst überhaupt. Inwieweit sind das Dinge, die Sie beschäftigen? Oder ist es tatsächlich so, es ist eine geografische Geschichte und hat mit Ihren kreativen Prozessen nichts zu tun? Also nichts zu tun würde ich so direkt nicht unbedingt unterstreichen. Das belgische Temperament oder die belgische Einstellung zu den Dingen erinnert doch schon sehr stark an das Laissez-faire, an das französische Laissez-faire, was mir eigentlich auch besonders gut gefällt. Und vielen Dank auch denjenigen, die mich weiterhin dann bestärkt haben, auch wenn die Bilder dann vielleicht am Anfang etwas ungewohnt waren, aber trotzdem in dieser Richtung weiterzumachen. Und das ist in Belgien eigentlich besonders ausgeprägt, dieses Laissez-faire im Tun, im Handeln und im Denken. Und insofern hat es auch, glaube ich, meine Einstellung zu den Dingen etwas verändert in den letzten 23 Jahren, in denen ich hier bereits jetzt wohne, lebe und wohne. Das ist sehr interessant, was Sie sagen. Mir fällt da immer ein, es gibt vielerorts ein Schubladendenken. Das bedeutet, wie können wir den Künstler, wie können wir den Maler einordnen? Das Einordnen hat eine ganz besondere Bedeutung. Kunsthistoriker machen dies immer, weil für sie das dann so unheimlich wichtig ist. Wie können wir das einordnen? Aus Ihren Ausführungen gerade entnehme ich, dass dieses Laissez-faire, dieses gelten lassen, von verschiedenen Richtungen in der Kunst. Hier in Belgien empfinden Sie das also als angenehmer, kann man das so sagen? Als liberaler, als aufgeschlossener. Liberaler und aufgeschlossener. Was in Deutschland der Fall ist, denn wie Sie schon sagten, in Deutschland wird dort immer sehr schnell versucht, den Maler oder den Künstler oder wen auch immer in den entsprechenden Schublade reinzustopfen. Der ist am leichtesten zu verwahren und am leichtesten zu interpretieren. Und ich persönlich halte da allerdings nicht so furchtbar viel von. Und ist bei mir auch relativ schwierig, mich in eine Schublade zu stopfen. Dafür bediene ich zu viele Schubladen gleichzeitig. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass Sie aus Ihrer therapeutischen Arbeit als Diplompsychologe sehr stark in Berührung kommen mit Menschen, die eine Befreiung empfinden, sich kreativ auszudrücken. Kann man das so sagen? Also die Maltherapie ist ja eine Form der Therapie und bei bestimmten Zielgruppen ist es eigentlich fast die gegebene Form der Therapie, weil eine andere kaum möglich ist, zum Beispiel bei Leuten, die sich schlecht selber ausdrücken können. In der Malerei können sie es meistens dann wohl wieder. Wenn man sagt, ja, versuch doch mal die Dinge zu malen, die dich so bedrücken. Und da kommen dann vielfach meistens irgendwelche Personen daraus, die dann gemalt werden oder irgendwelche seltsamen Tiere oder überhaupt nur einfach eine dunkle Fläche mit einem kleinen Licht im Hintergrund. Und das ist also natürlich eine Form der Therapie.
Denn plötzlich werden den Leuten Dinge bewusst, die sie vorher gar nicht so beachtet haben. Das erinnert mich an C.G. Jung. Mandala malen, auftauchen nach einer gewissen Zeit von Archetypen. Als Laie natürlich habe ich keinen direkten Zugang. Können Sie uns und mir dazu etwas sagen, Herr Havelit? Archetypen sind ja Typen, die eigentlich in fast jeder Region der Erde, in fast jeder Religion, in fast allen Sagen, Märchen und so weiter immer wieder auftauchen, immer wieder eine Rolle spielen. Das sind zum Beispiel der Zauberer oder die schöne Frau, die Hexe, der Drache, der siegreiche Held. Und auch wenn man sich die modernen Filme, auch ob das Star Wars ist oder ähnliches, auch da spielen diese Archetypen eine sehr große Rolle. Und es ist fast so, kann man sagen, wenn eine bestimmte Form von Archetypen in Machwerken praktisch dargeboten werden, dann ist eigentlich ein Erfolg fast weltweit programmiert, wenn das geschickt eingesetzt wurde. Also auch hat auch heute C.G. Jung noch irgendwo seine Daseinsberechtigung, und es ist interessant, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Das Unbewusste oder das Unterbewusstsein, vielleicht, dass Sie gleich so freundlich sind, hier nochmal eine Unterscheidung zu treffen, ist ja ein Bereich, der von der Ratio nicht erreichbar ist. Wenn ich das richtig eben verstanden habe, ist es in einer therapeutischen Form, kreatives Malen öffnet hier eine Pforte, öffnet hier einen Zugang und schafft gleichzeitig eine Befreiung. Habe ich das so richtig verstanden? Ja, auf jeden Fall, denn wenn, gut, das ist das, was andere Seelenforscher, wie Sigmund Freud zum Beispiel, ja auch entdeckt haben, diese Ursachenforschung, wobei die Therapie nach Sigmund Freud ja immer, also die psychotherapeutische Richtung, eine sehr langwierige ist. Ich habe ja neben meiner Ausbildung zum Therapeuten auch eine Zusatzausbildung zur medizinischen Hypnose. Und da ist es eben so, dass man da die Ursachenforschung viel direkter betreiben kann. Also das heißt, bei der Hypnose kann ich ja direkt ans Unterbewusstsein herantreten, während das bei der Psychoanalyse praktisch auf vielen, vielen großen Wegen, teilweise auch Umwegen, erreicht werden muss, die Ursache für eine traumatische Bedrängung feststellen zu können. Und insofern ist die Hypnosetherapie eigentlich eine sehr hilfreiche Form der Therapie, weil sie eben direkter und schneller arbeitet. Denn wir können sich heutzutage schon 3-4 Jahre eine Psychoanalyse leisten, ne? Während das Problem sich in der das sich stellt in der Hypnosetherapie, in wesentlich kürzeren Zeiträumen bewältigt werden kann. Also ich spreche da mal von vielleicht 20, 25 Sitzungen. Die dann bei der Hypnosetherapie nötig waren, im Gegensatz jetzt zu einer 3- bis 5-jährigen Therapieform bei der Psychoanalyse. Habe ich verstanden. Habe nicht. Aus Ihrer großen beruflichen Erfahrung. Welchen Einfluss hat diese therapeutische Tätigkeit auf Ihre kreativen Prozesse? Das ist eigentlich für mich eine sehr wichtige Frage, weil kann man sagen, dass diese Kenntnis seelischer Vorgänge bedeutsam ist für den kreativen Prozess, oder unterwerfen Sie sich in diesem kreativen Prozess
so wie meinetwegen der Patient in einer therapeutischen Sitzung und können von vornherein nicht sagen, was das Ergebnis ist, sondern sie durchlaufen dort diesen eben geschilderten Prozess in der Therapie. Das würde ja also bedeuten, dass sie sich einem Prozess unterziehen, den sie ja als Psychologe im Grunde genommen anwerfen bei Patienten. Oder liege ich da jetzt total, fahre ich da total auf dem falschen Dampfer? Also bei den Bildern, die ich male, muss ich ehrlich zugeben, da verarbeite ich manchmal auch selber Dinge, die von den Patienten an mich herangetragen werden, die mich auch nach Beendigung der therapeutischen Sitzung noch vielfach weiter beschäftigen. Und die ich auch selber irgendwie teilweise mit nach Hause nehme und irgendwie verarbeiten muss. Und hin und wieder kommt es immer vor, dass ich, um mich selber irgendwie da wieder frei zu strampeln, mich auch wieder frei malen muss, um diese Dinge dann wieder ins rechte Lot zu bringen. Ich muss, entschuldigen Sie bitte, ich muss eine kurze Regieanweisung geben an die Damen, die im oberen Stockwerk sind. Darf ich um etwas Ruhe bitten? Wir werden nicht erhört, Herr Havenet, aber wie gesagt, bei sehr spontanen Besuchen und sehr spontanen Gesprächen ist das der Fall. Ich bedanke mich für dieses leider kurze Gespräch. Aber wie gesagt, es ist jetzt handmade gemacht und wir werden in den folgenden Beiträgen näher auf diese interessanten Aspekte eingehen. Damit sage ich, ja. Einige Bilder könnten wir vielleicht noch zum Schluss. Die werden wir in jedem Fall jetzt aufnehmen. Und dann bedanke ich mich für das Gespräch. Gehe jetzt flugs zu der Kamera und mache einen Schwenk. Okay. Einverstanden? Danke sehr, Herr Rappen. Ich habe zu danken. Dankeschön.